Das fand ich das Sympathische bei den Inseldenkern, dass es da auch um Menschen geht, an denen sich bestimmt viele gestoßen haben. Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe von Inseldenker on Tour. Die Tour ist heute nicht besonders lang. Sie führt uns auf die wunderbare Insel Mainau im Bodensee. Und auf der Insel Mainau treffe ich Gräfin Bettina Bernadotte. Sie leitet seit dem Tod ihrer Eltern, Graf Lennart und Gräfin Sonja, zusammen mit ihrem Bruder Björn, die Geschicke der Insel Mainau. Jetzt bin ich hier am Schloss angekommen und freue mich gleich, Gräfin Bettina hier zu sehen. Ja, grüß Gott. Hey, hallo. Hi. Wir haben ja richtig Regen gehabt. Da wollte ich mal fragen, wie ist das eigentlich mit Regen und Mainau? Ist das schlau? Also ich meine, für die Blumen ist es wichtig, für die Besucher eher nicht, ne? Im Moment freuen wir uns total über den Regen, wirklich, weil wir viel Regen brauchen. Okay. Es gab sehr wenig Regen über den Winter. Aha. Und die Besucher versuchen wir jetzt, davon zu überzeugen, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur Gießtage. Und da muss man sich halt anders anziehen. Okay. Wir haben ein schönes Eckchen hier mal vorbereitet und da setzen wir uns jetzt mal hin. Ja, wunderbar. So müsste es eigentlich sein. Wow, jetzt trifft mich hier ein Sonnenstrahl. Ich begrüße mal ganz herzlich zur ersten offiziellen Ausgabe von Inseldenker on Tour, standesgemäß natürlich hier im Palmenhaus der Insel Mainau. Hier haben wir ja auch schon viele Shows veranstaltet zusammen. Ja. Die Marke Mainau ist ja eine der bekanntesten Marken im touristischen Bereich überhaupt. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut damals, dass wir diese Inseldenker-Geschichte zusammen gemacht haben. Jetzt meine Frage, warum habt ihr das eigentlich überhaupt gemacht? Ja, weil wir, glaube ich, auf der Mainau mit so einem anderen Selbstauftrag unterwegs sind als viele andere. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Wir sind ja auch ein Unternehmen und diese beiden Dinge sind manchmal nicht so ganz leicht miteinander zu verbinden. Ja. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass sich auch andere Leute an einem stoßen. Mhm. Und das fand ich das Sympathische bei den Inseldenkern, dass es da auch um Menschen geht, an denen sich bestimmt viele gestoßen haben und die das auch gemerkt haben in ihrem Leben. Hast du da jemand Spezielles im Kopf? Na, es waren ja wirklich viele, mhm, finde ich. Also ich fand ganz toll den Klaus Hipp, mhm, der wirklich Unerwartetes erzählt hat. Auch den Herrn Grupp. Und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe, zu zeigen, dass es eben nicht immer einfach ist im Leben, wenn man so seine Idee hat und seinen Weg gehen will. Und das finde ich aber nachahmenswert. Mhm. Und das ist echt der Grund, warum ich die Inseldenker so toll finde. Best Practice Beispiel. Genau. Ja, genau. Wie man heute zu Deutsch. Genau. Wir haben, ich weiß gar nicht, 10 Shows hier im Palmenhaus gemacht. Und jetzt dieses Jahr online. Willst du kurz erklären, was das mit dem Palmenhaus auf sich hat hier? Ja klar, wir werden dieses Jahr das Palmenhaus abbauen im Mai, weil man kann sich gar nicht vorstellen, dass das möglich ist, aber es ist möglich. Okay. Genau, wir bauen das einmal ab, um es zu überholen, um es technisch wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, weil da hat es zum Beispiel mal reingeregnet und auf mein Keyboard getropft. Genau, das werden wir dann auch beheben. Und deshalb gibt es diesen Sommer das Palmenhaus nicht. Mhm. Und das war ja, finde ich, ein ganz guter Anlass, um sich zu überlegen, wo könnte man denn sonst aktiv sein. Die Frau Merkel hat ja mal vor 2-3 Jahren, glaube ich, gesagt, Internet ist für uns alle Neuland. Ich meine, das ist ja was, schon auch ein Wagnis, dass wir jetzt da zusammen ins Internet gehen. Ist Wagnis was typisch Mainau oder ist es auf der Mainau eher so alles schon, wie es immer war? Ich glaube, es braucht die gute Mischung. Mhm. Also der Gärtner an sich ist es ja gewöhnt, durchaus von der Natur überrascht zu werden. Insofern, wenn halt neue Dinge passieren, ja, dann arbeitet man damit. Also hier gestaltet die Natur auch mit, die fällt Bäume und trocknet Dinge aus und Wandel ist natürlich, genau. Und weil die Mainau
über Bilder viel aussagt, weil einfach viel unseres Produktes ist optischer Genuss. Sind von der Mainau schon viele Bilder und auch viele Clips online. Aber natürlich, dieses Projekt jetzt ist schon was Neues und ich bin sehr gespannt. Bist du selber so Social Media affin oder eher nicht? Also ich persönlich bin wenig im Social Web unterwegs, aber natürlich mit der Mainau sehr viel. Mhm. Weil natürlich auch viele der Leute, die uns mögen, im Social Web unterwegs sind. Und das ist ein sehr schöner Austausch. Was gefällt den Gästen? Was sehen sie gerne? Und Ich werde deswegen jetzt dieses Jahr auch im Auftrag der Mainau rumreisen und interessante Leute besuchen, beziehungsweise habe es teilweise schon getan. Gibt es irgendwie einen besonders spannenden Gesprächspartner, wo du sagst, wenn ich mal den besuche, dann würdest du mitkommen? Ich würde ja tendenziell eigentlich bei jedem mitkommen. Das ist ja die Zeit erlaubt. Das ist ja auch das Gute, dass man das aufteilen kann. Ich glaube, wenn du die Antje von Dewitz besuchst, das ist immer ein Besuch wert. Da würde ich gerne mitkommen. Ansonsten, ich meine, ich habe mal darüber nachgedacht, wir könnten mal nach Stockholm fahren irgendwie, schwedisches Königshaus. Wir werden das. Ja, könnten wir mal versuchen. Ja? Wer ist Königin Silvia, eine Inseldenkerin? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja, okay. Auf jeden Fall. Super. Also, ich denke, wir sind erstmal gespannt, was daraus wird aus den Inseldenkern online. Und freuen uns wir drauf. Wir freuen uns jetzt mal drauf. Ja. Das Wetter hat sich auch noch zum Guten gekehrt. Ich nehme es mal als ein gutes Omen für unsere erste Inseldenker-Kontur-Aufzeichnung. Ja, auch ihr seid alle dabei, wie immer. Und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir. Ja. Und wir sehen uns bald mal wieder hier und gucken dann, was daraus geworden ist. Und freuen uns auf die Inseldenker dieses Jahr. Super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte hier oben ein Abo da. Und hier unten geht's zu weiteren Gesprächen aus der Serie Inseldenker on Tour. Vielen Dank!